Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. 3-0 Bochum. Oh, jawohl. Julian Brandt. Brandt gefährlich. Ja. Füllkrug. Die alte Moralsau. Und Brandt gefährlich. 3-2. Genau so stelle ich mir das vor. Zeit ist abgelaufen. Wenn nicht jetzt. Rainer. Wann denn dann machen? 3-3 Ausgleich in der 94. Wir sind Moralschweine bei Borussia Dortmund. Aus dem 0-3 in der zweiten Halbzeit. Oder aus dem 3-0 das 3-3 gedreht. Und weiter geht's in der Karriere mit Borussia Dortmund. Wir gehen jetzt erst einmal auf den Transfermarkt und wir suchen einen Spieler, den ich unbedingt zu Dortmund holen soll. Das stand ganz oft in den Kommentaren. Jermain, nie Schalke, 20 Jahre alt, Stürmer. Wir werden ihn auf jeden Fall mal beobachten. Das ist aktuell verliehen an Dortmund 2 vom 1. FC Nürnberg. Das heißt, hätte ich ihn früher gefunden, hätte ich früher dran gedacht, ich hätte ihn sowieso nicht in der ersten Saison jetzt nach Dortmund holen können. Wir müssen also erstmal abwarten, bis die Leihe von nie Schalke ausläuft. Deswegen, meine lieben Freunde, ich danke euch natürlich für eure zahlreichen Vorschläge in den Kommentaren und auch teilweise per Instagram. Ich finde das richtig geil, wie ihr hier mitfiebert. Und jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 10, 2 Spiele, 2 Unentschieden. Im Büro schauen wir mal auf den Kalender. Wir haben jetzt noch knapp 5 Tage bis Transferschluss. Dann haben wir Heidenheim und Freiburg. Das sollten also 6 Punkte sein. Aber vorher müssen wir natürlich auch nochmal unsere 82 Millionen. Hä? Moment mal. Habe ich nicht... Bin der Meinung, ich habe doch hier den Rentsch als Rechtsverteidiger gekauft, oder nicht? Also wieso habe ich jetzt noch 2 und da ist er doch. Naja gut, ich habe auch 1, 2 Spieler verkauft, aber... Okay. Oder wird das Geld erst noch abgebucht? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir den Rentsch trainieren wollen. Ich glaube, es wäre ganz nice, wenn wir den auch auf LV trainieren würden. Das würde 2 Wochen dauern. Dafür haben wir später immer noch Zeit. Ich würde sagen, Arbeitsrate defensiv auch hoch 8 Wochen. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch 2 weitere Transfers. Und aktuell wird, ja, nie Schalke wird noch gescoutet, dann haben wir Dedic noch gescoutet wird und De Bast wird auch noch gescoutet. Der Dedic könnte, es war auch wieder ein Außenverteidiger, da habe ich eigentlich keinen Bedarf. Hier ein recht großer Innenverteidiger. Kate Cowell, der ist richtig fix, 93er Tempo. Ich weiß allerdings nicht, ob der jetzt von seinem Talent her zu den 3 Spielern gehört, die wir brauchen. Deswegen würde ich tatsächlich eher nochmal auf Luka Sucic gehen. Der wäre auch wieder so ein Marktwert, knapp 10 Millionen, 74er Guess. Ich denke mal, der würde eher zu den Zielen, die sich hier der Verein oder die der Verein mir gegeben hat, der würde dazu eher passen. Ja, wir bieten direkt eine Transfersumme an. Wir machen mal glatte 10 Millionen. Oh, faires Angebot. Okay, also die Verhandlungen sind irgendwie ein bisschen leichter geworden als in FIFA 23, habe ich gerade so das Gefühl. Zur Rolle im Kader machen wir erstmal sporadisch. Das Ganze entspricht seinen Vorstellungen. 5 Jahre, ich weiß zwar nicht, ob ich die Karriere so weit spielen kann, aber wir versuchen es erstmal. Freigabesumme gibt es keine. Und Gehalt bei Borussia Dortmund, was haltet ihr, wenn wir es mit 15.000 versuchen? Oh, okay, also er will schon gerne ein bisschen mehr. Wir werden hier natürlich nochmal so ein bisschen... Ja, an der Stellschraube drehen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt sowas bringt. Oh, doch, hat was gebracht. Ha, herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Und da betritt unser Neuzugang dann auch die heiligen Hallen von Borussia Dortmund. Ja, hallo, wie geht's denn so? Der Trainer Ben Masterful müsste auch jeden... Ah, guck mal, da ist er schon. Hallo, hey, hi, wie geht's? Ja, wir sehen uns später auf dem Trainingsplatz. Jo, alles klar, bis später. Und hier auch nochmal tolle Aufnahmen. Vielleicht nehme ich hier wieder was als Vorschaubild. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn überhaupt großartig einsetzen kann und will. Aber wir geben ihm erstmal Entwicklung. Vielleicht können wir den dann nochmal auf ZM zurücktrainieren. 65 Wochen ist auch ganz schön heftig. Deswegen gehe ich dann doch bei ihm lieber. Obwohl, der hat eigentlich krasse offensiv starke Werte. Ne? Dynamo ist immer gut. Ich weiß nicht, kann ich den jetzt auch direkt verleihen? Auf die Leihliste setzen würde sogar gehen. Also,
Weil, ja, eigentlich habe ich ihn nur so wirklich geholt. Postan war auch noch. Neuer Trainingsplan für den Neuzugang. Stimmt. Sucic braucht ja auch nochmal Fokus auf Leistung. Und dann brauchen wir hier Sesko noch. Hä? Moment, ich habe da gerade was verkehrt gemacht. Hier ist Sucic. Luka Sucic. ZOM. Hä? Moment. Und, ach, Sesko, okay. Ich dachte gerade, ich bin völlig verrückt geworden. Ja, das wäre der nächste, den ich jetzt auch nochmal versuchen würde zu kaufen. Der wäre auch schon wieder von RB. Eben war Salzburg, jetzt kommt Leipzig. Okay, wir bieten hier dann mal, ne, 20. Ja, wir bieten mal die 12,4, komm. Oha, Spielertausch gegen Ryerson. Oh, guck mal. Da habe ich ja sowieso überlegt, aber ich werde es trotzdem nicht machen. Ich biete nochmal, ja komm, 14,5. Vielleicht ist das ja eher so das, was die sich vorstellen. Und eine Weiterverkaufsgebühr von 11% möchte ich eigentlich nicht. 15,2 Millionen, ich würde sagen, das ist absolut im Rahmen. Und da müssen wir, ja, Rolle im Kader sporadisch, finde ich erst einmal fürs erste Jahr total richtig. 5 Jahre, keine Freigabesumme, ist auch gut. Ja, und Gehalt, aktuell verdient der Ford, also der hat schon ein ordentliches Gehalt. Da wollen wir ja auch nicht gerade geizig sein. Das ist ein faires Angebot. Wahrscheinlich hätten wir auch noch ein bisschen weniger zahlen können. Und erneut betritt ein neuer Spieler bei Borussia Dortmund. Das ist jetzt auch der letzte, außer nie Schalke. Nee, den kriegen wir leider in dieser ersten Saison jetzt nicht. Ja, ich mag diese Bilder, wenn die neuen Spieler da sind, finde ich einfach toll. Verpflichte mindestens 3 Spieler unter 20. Hier steht jetzt 2 von 3 beendet. Also ein Spieler hat nicht gezählt. Schauen wir uns doch mal die Ziele an. Ja, tatsächlich nur 2 von 3. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ersetze 3 Spieler deiner Mannschaft. Also ein Spieler gilt nicht. Ja, mit hohem Potenzial. Okay, also müssen wir da wahrscheinlich nochmal einen kaufen. Oh Mann, 55 Millionen haben wir ja noch. Sesko. Erstmal Entwicklungsplan zeigt auch großes Potenzial. Wir gehen auf mobiler Stürmer und ja, auch auf die Leihliste mit ihm. Sucic ist ja auch auf der Leihliste. Was war jetzt? War der das? Der ist ja auch 20. Also wahrscheinlich war Luka Sucic jetzt kein ordentliches Talent. Naja gut, er hat ja auch Brandt und Reus. Also er hätte vom Talent her, hätte er ja besser als Brandt und Reus sein müssen. Das ist natürlich schon... Ja, das ist schwierig. Na gut, müssen wir... Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Weil wir haben aktuell... Ja, wir warten nochmal ab. Theoretisch haben wir auch in der Winterpause noch Zeit, dieses Ziel zu erfüllen. Neuer Trainingsplan für Sucic müssen wir natürlich auch noch festlegen. Stark... Ach nee, oh. Fokus auf Leistung. Nee, Sesko kam jetzt neu. Ich sehe schon kommen, ich werde die regelmäßig verwechseln. Ich habe jetzt nicht vor, sie direkt einzusetzen. Wir gehen auch jetzt erstmal direkt im Transfermarkt weiter. Abschlussbericht zu Jan Thielmann. Oh, 73er Guess. Zeigt großes Potenzial. Wollen wir den noch kaufen? Nee, der ist verliehen aktuell, ne? Interesse an Winkler. Nee, habe ich, glaube ich... Achso, wir haben doch mal Post. Spielerchat müssen wir natürlich auch noch mal reinschauen. Sesko, ich sehe mich lediglich um. Und weitere Abschlussberichte. Jawohl. Und eine Übereinkunft zu Durenville 2-Jahres-Leihe. Die werden wir direkt annehmen. Das ist dann auch ab der Winterpause. Dann können wir jetzt noch mal schnell auf den Transfermarkt schauen. Ah, hier wäre noch mal Dedic. Auch noch mal Außenverteidiger. 6,5 Millionen, weiß jetzt nicht. Debast ist auch schwierig. Da haben wir ja auch gute Typen. Jan Thielmann wäre, ja. Also es ist dann bei Borussia Dortmund doch nicht ganz so einfach, dieses Ziel hier zu erfüllen. Also der hat gerade gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da nochmal, aber ich habe jetzt 3 Transfers gemacht. Das war eigentlich so mein Ziel. Und dann haben wir jetzt nochmal Kurbel, Bissigkeit, Leihangebot, Sucic. Yes, wie geil ist das denn? So, 1 Jahr. Laie? Ja, also das werde ich direkt annehmen. Das gefällt mir ja richtig gut. Also wenn das jetzt klappt, bin ich ja vielleicht nochmal dazu geneigt. Und Durenville verlässt uns, geht zum FC Nantes. Leihangebot zu Sucic, nochmal 2-Jahres-Leih. Ich meine, wie lang? Oh, Union Berlin. Okay, 2 Jahre ist natürlich... Streitet euch drum, Bergamo und Union Berlin. Leihangebot Sesko mit Kaufoption. Der FC Porto wäre auch interessiert, aber natürlich mache ich hier
keine Deals mit Kaufoption. Leihe von Sučić abgelehnt. Leihe von Sesko mit Kaufoption schon wieder. Oh verdammt, jetzt habe ich das... kann ich das zurückziehen? Achso, oh Mann. Keine Aktion möglich. Eieiei, jetzt habe ich wahrscheinlich... Oh Mann, ich hoffe, das scheitert oder wie auch immer. Und Lukas Sučić verlässt uns für 2 Jahre, geht nach Union Berlin. Sučić ausgeliehen, Transferangebot, Moukoko, den werde ich nicht verkaufen. Heftig, was hier in der Deadline jetzt noch passiert. So, ich muss mal eben Transferangebot, Rainer, auch hier, nope. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, was habe ich denn da gerade gemacht. Sučić verliehen an Union Berlin. Okay, es ist eine ganz normale 2-Jahres-Leihe, so wie es aussieht, ohne Kaufoption. Also da haben wir dann nochmal Glück gehabt. Und vielleicht klappt es ja, dass wir den Rensch oder wollen wir Meunier? Weil wir haben ja im Prinzip, haben wir jetzt 1 zu viel. Ja, nee, komm. Wir verleihen hier auch einfach mal auf die Leihliste setzen den Rensch. Leihangebot Sesko, Leihe mit Kaufoption. Da müssen wir erstmal wieder delegieren. Leihangebot Sesko. Der ist echt, ja, wie soll man sagen, der ist echt begehrt. Leihangebot Rensch. Da ist es doch. So, und zwar Bayer Leverkusen. Leih zum Kauf. Nee, ich will nichts verkaufen. Übereinkunft Sesko. VfL Wolfsburg 1 Jahr. Und zwar einfach, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, Leihdauer, wir machen es kurz. Ja, komm, Gehalt akzeptieren wir auch, egal. Transferangebot Moukoko. Nein, auch hier werden wir das Ganze wieder ablehnen. Und die letzte Stunde Interesse an Larsson. Okay, Leihangebot für Rensch. Da können wir. Leverkusen ist da noch nicht so ganz. Ja, auch hier wieder. Die wollen immer alle Laie mit Kauf. Benjamin Sesko, Athletic Bilbao werden wir annehmen. Und nochmal Transferangebot Thomas Meunier. Der ist ja auch schon alt. Das werde ich annehmen. Für den habe ich eigentlich eh keinen Platz. Eventuell hole ich Rensch aus der Leihe zurück, sollte ich einen zweiten Rechtsverteidiger brauchen. Puh, so, Spieltag. Zu Hause gegen Heidenheim. Das ist die Aufstellung. Die spielen in einem 4-1-3-2 oder in einem 5-3-2 vielleicht auch auf Konter. Ich denke mal, das sollte so unser Ding sein. Wir spielen jetzt mit Gegenpressing. Drittes Ligaspiel, ab ins Stadion. Anstoß für Borussia Dortmund. Julian Brandt auch heute wieder von Anfang an dabei aufgrund seiner Tore in der letzten Folge. Malen, jawohl, bisschen irritierend. Fünfer Abwehrkette lag uns zuletzt in FIFA 23 ja immer nicht. Sebastian Haller mit dem ersten etwas harmlosen Abschluss. 5 Minuten sind rum. Fehlpass kam leider nicht ganz an. Mit Gegenpressing aktuell fühlt sich das gar nicht so schlecht an. Julian Brandt ganz stark. So, jetzt die Frage, wohin? Ja, Reus geht. Reus hat ein wenig Platz. Einfach mal abziehen. Oh, erster Abschluss von Heidenheim. Eckball Heidenheim. Müssen wir natürlich aufpassen, völlig klar. Wir wollen hier nicht wieder in den Rückstand geraten, sondern wie wäre es mal, wenn wir das Ganze recht souverän beenden könnten heute mit einem starken Julian Brandt zum Beispiel. Mats Hummels. Da haben wir Benze Baini, der den Ball mal vorantreibt. Der Versuch scheitert. Und wieder Heidenheim. Eieiei, okay, da haben wir ein bisschen nicht Glück gehabt, aber ganz stark gespielt. Wolf. Sehr weit vorgelegt. Ist aber auch kein Angreifer. Wolf. Oh, er kommt zu Fall, aber holt hier den Einwurf. 25 Minuten sind gleich rum. Im Prinzip haben wir das Spiel nicht wirklich im Griff. Wir versuchen reinzukommen, aber das ist aktuell noch nicht so ganz einfach. Nächster Versuch. Benze Baini. Auf Sebastian Haller, der kommt da irgendwie an den Ball und der macht ihn. 1-0 Borussia Dortmund.
Hier nochmal, wie er sich da durchsetzt. Starke Aktion. Ja. Ein echter Stürmer. Setzt sich da genauso durch wie Sebastian Haller. Ich hatte natürlich schon überlegt, Moukoko mehr zu bringen oder den Füllkrug. Und jetzt sehen wir, warum er spielen muss. Sebastian Haller, 28. Spielminute, 1-0 Dortmund. Malen auf Wolf. Direkt Flanke. Ah, aber die Flanken finden bei mir aktuell noch keinen Abnehmer. Ja, Pressing. Aber kommt hier nicht zum schnellen Erfolg. Heidenheim in der Vorwärtsbewegung. Ja, und dann ist es Benze Baini. Ganz stark. Süle ist es gewesen. Brandt. Dynamo Brandt. Ja, hat er sich gut durchgesetzt. Adeyemi über den linken Flügel. Und mit der Pille natürlich die A. Und dann kommt Reus. Oh, gute Möglichkeit zum 2-0 für Borussia Dortmund. Wieder Benze Baini. Karim Adeyemi streift das Tornetz von oben. Nochmal Heidenheim. Uiuiui. Und der Schiedsrichter pfeift dann direkt auch zur Halbzeitpause. Also relativ souverän 1-0. Deswegen relativ, weil es hätte auch 1-1 oder 2-1 theoretisch stehen können. Aber ganz unverdient ist diese 1-0-Führung nicht. Wir starten in die zweite Halbzeit ohne Wechsel. Wir wollen es so versuchen. Ah, Brandt kommt etwas spät mit seiner Grätsche, aber dann Benze Baini ganz stark abgefangen. Und wir machen es schnell nach vorne. Der Versuch wieder auf Sebastian Haller. Schade. Heidenheim steht jetzt hinten drin. Ja, wir lassen gerade den Ball ein bisschen laufen. Schade. Und dann versuchen wir, jawohl, und wir kriegen ihn mit Wolf auch direkt wieder in den Griff. Süle, Spieleröffnung, Kana. Aber dann kriegt Adeyemi ihn nicht zum Mitspieler. Aber auch hier direkt. Marco Reus jetzt, allein, gegen alle. Müssen wir erstmal schauen. Ah, Marco Reus, clever. Aber dann fehlt es wieder an Passgenauigkeit. Mats Hummels, ah, den hätte haben müssen. Dann ist es Süle, der das Ding hier zum zweiten Mal verdattelt. Eieiei, Kobel draußen. Beziehungsweise kam ein, zwei Schritte entgegen und das war wieder so ein richtig dummer Abwehrschnitzer. Erst mit Hummels, glaube ich, dann mit Süle. Dann legt er sich den Ball hier richtig gut vor und zieht da aus vollem Lauf direkt ab. Na, der Ball flattert. Schwierig zu halten für einen Keeper. 1-1. Oh, wieder Heidenheim. Wieder Hummels, der da rumstolpert. Und dann klärt Kobel das Ding zum Eckball. Eckball ausgeführt, Kobel raus. Völlig klar, den hat er. Hat er. Wir müssen natürlich jetzt... So, erstmal ein halber Seitenwechsel hier. Wir müssen natürlich jetzt... Weiter. Weiter, immer weiter. Benze Baini kriegt ihn nicht geflankt. Schade, wir brauchen jetzt diese Führungsspieler wie Reus. Diese Granaten wie Brandt. Die Jungs, die in der Lage sind, so ein Spiel jetzt hier nochmal zu drehen. Damit das Ganze nochmal in die andere Richtung läuft. Brandt ganz stark. Benze Baini kriegt da eh das. Oh, Direktabnahme Adeyemi. Emre Can ganz stark geholt. Ah, und Brandt wollte eigentlich schießen. Wir brauchen etwas frischen Wind. Sabitzer kommt für Reus und wir tauschen die Positionen Sabitzer und Brandt durch. Sebastian Haller ist heute gut in Form. Den möchte ich nicht rausnehmen. Ich glaube, Schlotterberg hat sich auf 84 verbessert und Reiner kriegt seine Chance für Malen. Jawohl, Benze Baini nochmal richtig stark. Sebastian Haller. Auf Marco Reus. Nicht die beste Idee, aber trotzdem richtig gut gemacht. Sehr, sehr schade. Vor dem Dortmund-Wechsel, vor dem Dreierwechsel jetzt nochmal eine Riesenchance, die wir da nicht genutzt haben. Schade mit E. Nochmal Heidenheim. Das gibt uns vielleicht, wenn wir den Ball abfangen, Chance zum Kontern.
Marco Reus gerade ausgewechselt. Hier wird ihm nochmal erklärt, was es jetzt braucht in den letzten 15 Minuten, um hier nochmal ein Tor zu erzielen. Benze Baini auch ganz gut im Spiel drin. Ja, bisschen Glück gehabt. Sabitzer. Ah, und dann ist es Sebastian Aller, aber wir bleiben hier auch wieder dran. Sabitzer. Adeyemi. Brandt. Wohin mit der Kugel? Wolf bringt die Flanke auf Sebastian Aller. 2-1 Dortmund. Man of the Match. Faust in die Facecam. Hashtag in die Kommentare. Faust in die Facecam. Oh, mein erstes Flankenkopfballtor hier. So schön und einfach kann es sein mit Flanken. Herrlich. Also heute Sebastian Aller. Ich hatte ihn ja auf der Liste, ihn abzustoßen. Aber heute hat er sich sowas von ins Team gespielt. Er hat sich sowas von gefestigt, zumindest erstmal fürs nächste Spiel. Mit einem Doppelpack. Jetzt ist er hier, Marcel Sabitzer. Starker Einsatz. Und dann ist es nochmal brandgefährlich. Oh, Emre. Wie stark war das denn? So, jetzt nochmal hier. Reyna. Wohin mit der Kugel? Sebastian Aller. Schade, wenn er den da so kriegt, wie er ihn versucht hat. Dann wird das eine ganz starke Aktion. Wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen aufpassen. Ne? Hier wieder so ein Dummer. Aber dann Benze Baini. Wie stark war das denn? Marcel Sabitzer. Ja, Benze Baini. Wenn wir den Deckel nicht drauf machen können. Adeyemi, schade. Sebastian Aller will den Hattrick nicht oder den Dreierpack. 90 Minuten sind dann auch oben. Es sind noch, ja, jetzt die letzte Minute. Da müssen wir nochmal durch jetzt. Hummels. Vielleicht hätte man den auch anders lösen können. Heidenheim wechselt doch mal. Dove dann für Dinky. Und jetzt der Freistoß. Letzte Möglichkeit. Die Spielzeit ist abgelaufen. Kobel hat ihn. Kein Problem. Das war's. Wir gewinnen. Unser erstes Heimspiel. Unser erstes Pflichtspiel in dieser Saison mit Borussia Dortmund. Es war nicht immer leicht. Ein blödes Gegentor bekommen. Aber heute hat die Mannschaft schon Moral und Kampfgeist bewiesen. Genauso, wie ich mir das im Prinzip auch in der letzten Folge schon vorgestellt hatte. Aller erzielt Doppelpack beim Dortmund-Sieg gegen Heidenheim. In der Tabelle etwas versöhnlicher sieht es aus, auch wenn ganz viele andere noch nicht gespielt haben. Wir haben ganz viel Post. Nationalteam, Leihangebot Sesko. Ich weiß jetzt nicht, scheinbar wurde das alles noch nicht so angenommen. Ein Jahresleihe versuchen wir nochmal. Transferangebot Füllkrug. Ich weiß jetzt auch nicht, woher das kommt. Trainingsplan, ja. Monatsbericht Jugendmannschaft. Wir haben ja, oh, guck mal, den Schumacher haben wir verbessert. Wir haben den Tobias Schmidt verbessert und auch den Robert Jung. Ich würde sagen, läuft. Monatliches Scouting-Update. Geht weiter. André Schmidt, ne. Liam Neumann, ne. Eike Herrmann auch nicht. Otto Fuchs, ja, ich hätte gern wieder einen Otto und einen Fuchs. Den gucken wir uns mal an. Leihangebot für Rensch, auch hier wieder, ja, eine 2-Jahres-Leihe. Ach komm, nehmen wir an. Genau, letzte Frist abgelaufen. Leihe für Sesko abgelehnt. Stillstand bei den Transferverhandlungen. Spielerchat Füllkrug, ich bin enttäuscht. Rotation ist doch wichtig. Wir haben für die Winterpause, schauen wir eben nochmal, 55 Millionen. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wer es denn werden könnte. Nischalke wird auf jeden Fall in der Winterpause nicht. Aber wir können uns ja nochmal die Scouting-Berichte durchschauen. Vielleicht ist ja was dabei. Bericht vollständig. Die sind alle oben. Da haben wir schon durchgescoutet. Tarek Buchmann. Haben wir den verliehen? Ist das nicht ein Dortmunder gewesen? Zeigt großes Potenzial. Mal beobachten. Dann von Gladbach. Lukas Ulrich. Zeigt großes Potenzial. Ja, wir müssen Prinz Anning. Ja. Auf ein neues. Wieso bin ich da eben nicht schon drauf gekommen? Ja, hier haben wir Collins, spielt bei der Eintracht, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, hier haben wir noch Poku, Bericht ist vollständig, der ist auch
teilweise gar nicht so schlecht von den Werten, aber von der Gesamtstärke weiß ich nicht, ob das für unsere Ziele reicht. Arthur von Leverkusen oder auch Arthur, ich weiß nicht, wie man das brasilianische ausspricht. Leopold Querfeld, den haben wir auch schon in der Beobachtung. Kiergaard, auch mal probieren. Arthur Vermehren, ja, einfach auch mal alle auf die Liste, die irgendwie noch ein richtig gutes Talent sein könnten. Leo Sauer, sehr jung, den haben wir auch schon auf der Liste. Hier haben wir Ruben von Bommel, hier wieder einer von Red Bull. Ja, also die Oskar Gluck, ja, RB, ob jetzt Leipzig oder Red Bull aus Salzburg, die haben da immer echt ordentliche Talente. Wir lassen uns aber natürlich jetzt nochmal ein bisschen Zeit. Transferangebot Marco Reus. Ich weiß nicht, warum da jetzt noch die Angebote kommen. Nein, Marco Reus ist unverkäuflich. Abschlussbericht zu Nischalke. Das ist ein 61er Gesamtstärke-Spieler. Ah, schade. Und es verlässt uns wieder einer unserer Spieler. Ich frage mich, warum diese Animation jetzt schon gezeigt wird. Eigentlich sind Laien ja erst ab der Winterpause, oder? Ach, der Rentsch. Ja, der geht wahrscheinlich ab der Winterpause. Theoretisch können wir die Leihe ja auch jederzeit wieder beenden. Also das ist jetzt überhaupt kein Problem. Übereinkunft zu Sesko-Leihe. Guck mal auch hier, da passiert dann auch wieder was. Das wäre eine kurze Laufzeit, also ab der Winterpause. Rentsch ist ausgeliehen. Abschlussbericht, 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 Abschlussbericht gucken wir uns später an. Erst einmal wollen wir natürlich jetzt in Freiburg ran. So, Deutschland abgegrast, mögliche Nationaltrainerposten, Holland, Italien. Wir gehen rein ins Spiel gegen Freiburg. Hier nochmal die Aufstellung der Freiburger im 4-4-1-1 oder auch im 4-4-2 oder im 4-5-1. Bin mir nicht ganz sicher, wie man das nennt. Kick and Rush gegen Gegenpressing, Abfahrt. Anstoß für die Heimmannschaft, dem SC Freiburg, auch heute mit der gleichen Startelf wie gegen Heidenheim. Kein großes Bundesliga-Duell vom, Namen her. Wir müssen natürlich auch erstmal noch reinkommen. Sebastian Haller verdattelt ihn erstmal. Ganz stark Süle, jawohl, Donny Malen, Marco Reus kriegt ihn da nicht auf den Fuß. Ah, Grätsche vorbei. Mats Hummels hat da ordentlich verzögert. Und dann ist Mats Hummels genau richtig zur Stelle. Dafür, dass sie auf Konter spielen, gehen die hier aber richtig zur Sache. Also das, ja, vielleicht hat man sich da in der Taktikabteilung vertan. Ja, oh schade, ich dachte, ich kann da aus vollem Lauf abziehen. Gerade mit Julian Brandt. Jetzt haben wir sie hinten drin, nach 10 Minuten. Benzabaini sehr dynamisch. Und das ist Julian Brandt. Oh nein. Gute Chance, gute Möglichkeit hier für Julian Brandt. Zur Führung. Ja, wenn er den lupft, geht er rein. Auch hier wieder starke Abwehrarbeit. Und auch hier wieder. Guckt euch das an, wie die draufgehen. Ha, Konterfußball. Genau. So, Emre. Wohin mit der Kugel? Sebastian Haller hätte ihn gern. Er kommt zu Fall. Darf man dafür gelb geben? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden hier das Ding einfach mal... Ah, mit Süle. Okay, zu harmlos. Und weiter geht's. Adeyemi. Ah, Brand kam von hinten. Schade. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht ins Boxhorn laufen. Süle. Ja, die Abwehr steht. Also muss man schon sagen, vielleicht liegt das auch an den richtig guten Trainern, die wir da verpflichtet haben bisher. Benzabaini. Auf Brand, jawohl, der war gut gespielt. Sebastian Haller. Nein! Die Idee war im Ansatz gut, aber zu spät umgesetzt. 27 Minuten sind mittlerweile gespielt. Süle, Seitenwechsel, hervorragend. Benzabaini, guter Transfer, muss man sagen. Ah,
Kann man besser spielen. Auding müsste Brand kriegen. Kampfmaschine Brand. Süle. Ja, aus der Position heraus lieber kein Fehler. Deswegen das Ding erstmal umleiten. Brand. Ah, schade. Also, wir finden noch nicht die richtige goldene Lücke in der Abwehr. Ganz stark Emre Can. Adeyemi wartet. Und jetzt vielleicht wieder mit einer Flanke. Nein. Ah, Freiburg kommt. Oh, Fuß davor und dann Kobel. Erste gute Freiburger Möglichkeit, aber der Gregor hat was dagegen, hier in den Rückstand zu gehen. Jetzt Eckball für den Sportclub. Es läuft die 38. Spielminute. Wir kriegen aber auch komische Gegentore hier. Thumbnail. Geil. Was ist denn hier los? Also gerade von hinten, das sah cool aus, diese Jubelpose. So, kriegen wir die gesamte Wiederholung gezeigt. Im Prinzip, ja, Kobel fliegt vorbei. Dann ein bisschen Ping-Pong. Und der Ball landet bei Kire mit der 11. Und wir gucken wieder dumm aus der Wäsche. Auch das erleben wir nicht zum ersten Mal. Marco Reus mit Solo. Ah, aber war jetzt... Wir müssen uns, ja, wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, völlig klar, weiter, immer weiter. Im Prinzip machen wir ein gutes Spiel, im Prinzip haben wir auch nicht alles, aber wir haben vieles hier ganz ordentlich im Griff. Adeyemi, Malen, jawohl, das ist wieder Wolf mit einer Flanke. Diesmal war das Ganze ein bisschen bescheidener. Oh, kann Emre... Kann Emre. Er könnte wahrscheinlich. 45 Minuten sind rum. Ah, ich verteidige gerade so ein bisschen überhastet. Und das ist dann jetzt auch wahrscheinlich der letzte Angriff in der ersten Halbzeit. Eieiei. Aber das war's. Wolf kurz dazwischen. Das passiert uns öfter. Wir haben den Ball und dann verlieren wir ihn direkt und sofort wieder. Keine gute Sache. Nicht viel los heute bei Sebastian Haller. Also aktuell ist er noch nicht so richtig im Spiel. Wir starten in die zweite Hälfte mit und ohne Wechsel. Also nein, wir haben nicht gewechselt. Sebastian Haller auch hier wieder ein bisschen unglücklich. Vielleicht ist er ja auch so ein Spielertyp, der macht ein Bombenspiel und dann braucht er wieder zwei, drei Spiele, um überhaupt aus dem Knick zu kommen. Wenn es so ist, müssten wir das wissen. Wow, richtig starke Chance für die Freiburger hier mit 2-0 in Führung zu gehen. Ja, Reus und Wolf da. Ja, oh nein, wird der rechts raus, wenn er den kriegt. Also die Freiburger kommen hier leicht verändert aus der Halbzeitkabine. Müssen wir natürlich uns so ein bisschen versuchen, darauf einzustellen. Ja, das lässt ein Emre Can nicht so mit sich machen. Marc Reus im 1 gegen 1. Und jetzt... die Flügel sind bei uns in dieser Karriere aktuell noch nicht so top. Wir kommen in der zweiten Halbzeit nicht so richtig in den Quark. Die Freiburger machen das gut. Muss man so mal zugeben. Sie stehen auch breiter. Unsere Seitenwechsel kommen nicht mehr so locker und einfach an. Wolf jetzt offensiv mit dabei, aber hier ist aktuell wenig Platz, um mal vernünftig zu kombinieren. Malen mit Wolf, super Laufweg, kriegen wir es wieder hin. Ah, schade, da hätte er seinen Kopf irgendwie noch reinhalten müssen. Mann. Okay, wir müssen was tun. Sebastian Haller heute tatsächlich nicht in Form. Sabitzer, das hat beim letzten Mal ja auch schon ganz gut geklappt. Allerdings will ich nicht Brandt rausnehmen, sondern Marco Reus. Und dann vielleicht ein Rentsch heute. Ich bin mal so verrückt, bring den für Wolf. Freiburg jetzt deutlich offensiver in dieser zweiten Hälfte und auch seit der Führung. Oh, Alter, okay, das war schon wieder eine absolute Riesenchance. Ah, und Reus mit dem nächsten Fehlpass. Also es ist schon gut, dass der gleich den Platz verlässt. Letzten 20 Minuten Wolf nochmal mit absoluter
letzte Anstrengung. Malen. Hat ein bisschen Platz, aber auch nicht genug gefühlt. Auch dieser Pass kam wieder nicht ordentlich. Ah, Julian Brandt. Einer muss sich ja den Arsch aufreißen. Marco Reus wird zu weit abgedrängt. Jetzt vielleicht Julian Brandt. Ah. Mist. Au, 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 au. Ja, Süle ist aber rechtzeitig da. Wir haben noch nicht gewechselt. So, Gregor Kobel. Was machen Sachen? Wenn das schief geht, ist er der Arsch des Tages. Brandt. Ah, auch hier wieder kein ordentlicher Pass. Ich hoffe, der Wechsel kommt gleich. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Den muss er haben. Nein, auch hier wieder zu überhastet gespielt. Heute passt es einfach nicht. 7 Minuten noch. Irgendwie. Ja, auch hier wieder. Das ist dann immer irgendwie. Ja, haben wir nochmal bekommen. Noch 5 Minuten. Donny mal. Oh, das gibt's doch nicht. Also die Passwege stellen sie hier wirklich akkurat mit einer Präzision zu. Das ist ja erschreckend ekelhaft. Ah, und wir haben dann bei unseren Aktionen wenig Glück. Och Gott, was? Alter Falter. 90 Minuten sind rum. So, jetzt vielleicht ein allerletztes Mal. Jetzt, ja, nein, ah, nein. Und dann gibt's, es gibt den Freistoß für Borussia Dortmund. Ja, jetzt hier der Wechsel. Das kommt viel zu spät. Jetzt natürlich auch die Frage, wohin mit der Kugel. Wir versuchen's. Oh, das hätte aber anzeigen können, dass wir den direkt versuchen müssen, dass er sonst direkt abpfeift. Wir verlieren 1-0 in Freiburg. Also die Freiburger haben sich hier natürlich absolut verdient. Die 3 Punkte erkämpft und erarbeitet. Wir verlieren das erste Pflichtspiel in dieser Saison. Also ein Spiel gewonnen, 1 verloren heute. Oh, Leipzig gewinnt zu Hause 5-0. Und wir starten in der nächsten Folge dann auch in die Champions League. Jawohl. Ich bin gespannt, wen wir so in der Gruppe haben. In der Tabelle haben wir, oh, Paris, Mailand. Okay, Newcastle ist machbar. Okay, Mailand ist schwierig. Das wissen wir aus der Bayern-Karriere und PSG. Sowieso einer der absoluten Top-Favoriten. Ich bin gespannt, was wir imstande sind in dieser Gruppe zu leisten. Benzebaini ist momentan schlapp, dann wechseln wir den Wrench ein. Das war ja auch die kürzeste Einsatzzeit aller Zeiten für die 3, die wir da gerade nochmal eingewechselt haben. Sehr, sehr schade. Ah, wir haben das Ding verloren, das ärgert mich wirklich so ein bisschen. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir sind mit Dortmund noch lange nicht da, wo wir sein wollen, wo wir sein können. Aber es ist ein Prozess. Von Spiel zu Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche zu Woche, von Monat zu Monat zu Monat. Werden wir uns steigern, werden wir uns verbessern. Das werdet ihr sehen und ihr werdet es erleben. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.